Boah, was ist das für ein Cringe-Typ im Chrome Hearts Fake Hoodie? 500 Euro Schuh gegönnt bei der Hypnitz Wien Store Eröffnung. Shopping Vlog, Mann, here we go. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Mann, den ganzen Tag durchgehustelt. Der war schon um 8 Uhr morgens auf den Beinen, hat Videos gedreht, bis bei mir um 11 oder was. Ein kleiner Vlog, ich muss kurz leise sein, weil ich noch im Zimmer bin und nicht schläft jemand. Aber wir drehen heute einen Vlog und es ist ein ganz bestimmter Vlog. Da erzähle ich euch gleich noch mehr. Wir haben es gerade 8:07 Uhr. Und Wahnsinn. Wir sind in Wien. Ich bin gerade im Hotelflur. Ich muss da, glaube ich, ein bisschen leiser, weil wir hier schlafen. Aber ich zeige euch schnell eine Welle. Outfit of the day. Die Travis Scott, man kennt's. Travis Air Force, schwarze Jeans, Balenciaga Pulli, Blue Tattoo Jacke. Ja, stabil, schwarz. Prada Bag und so ein Island Cap. Ganz entspannt. Wir sind auf jeden Fall Leute in Wien, Leute. Hypnitz Eröffnung. Ich musste gerade leise sein. Es ist eigentlich gerade auch früh für meine Verhältnisse. Aber wir machen heute einen nice Vlog. Und ich zeige euch nämlich mit. Und zeige euch, was so heute passieren wird. Wir gehen jetzt kurz. Danke, Mann! Er hat gefühlt 5, wie viel ist dein Outfit wert, Videos dort gedreht. An einem Tag, ja, Mann. So, Hypnitz. Also, for real, ich muss mich auf jeden Fall an diesen Wiener Akzent gewöhnen, weil ich verstehe die manchmal nicht. ja, Leute, es ist auf jeden Fall heute Hypnitz Eröffnung. Ich bin gerade allein unterwegs, aber ich bin hier mit dem Kameramann. Der Fabian von Hypnitz hat mich hier eingeladen nach Wien. Und ja, ich bin gestern angekommen. War auf jeden Fall ein etwas turbulenter Flug gefühlt. Ja, die Infos kenne ich alle schon tatsächlich. Irgendwie beim Flug, da hat der Flügel gewackelt oder irgendwas war los. Habe ich mal gut gemerkt, sehr gut, Max. Irgendwie plötzlich Flugangst, Digga. Ich hatte so war das. Flugangst und plötzlich habe ich Flugangst, so wisst ihr. Komisch, aber. Aber eigentlich war der Flug an sich eigentlich voll entspannt. Ich blende euch mal kurz was ein. Ja, schaut entspannt aus. Ich gehe zum Store, weil ich noch was mit Fabian besprechen muss. Und danach, nachdem ich fertig bin mit der Besprechung, da wird es wahrscheinlich so 9 Uhr sein, gehe ich kurz zu Zara, wenn es hier offen ist. Okay. Mann, in Wien und das. Und wo geht er hin? Zu Zara. So als hätten wir andere Sachen bei Zara. Wenn man in Wien ist, muss man unbedingt mal zu Zara gehen. Der Tourismusführer mit Maha. Und kauf mir kurz ein paar Kleidungsstücke, weil ich brauche da noch etwas. Okay, was gibt's mal so? Oha, wilder Übergang. So, Leute, wir sind jetzt hier im Biest, Mann, was geht? Hier ist auf jeden Fall die Hölle los. Der Junge hier ist ja richtig am Arbeiten, Digga. Wie geht's dir? Was läuft? Boah, der Bro war am Arsch. Der hat so viel arbeiten müssen am Wochenende. Ja, gut, ziemlich gestresst. Wir haben hier bis in der 3 Uhr in der Nacht noch weiter reingearbeitet. Ja. Oh, solche Openings. Aber ja, ich würde sagen, hat sich gelohnt. Ja, Bro, also ich zeige euch mal, warum es sich gelohnt hat, Digga. Also, for real, ich komme. Oh, einfach das MWM-Schild verkehrt. Ja, an. Ja. Passend zu den Flip-Logos. Ich hab gerade gesehen. Einfach hier ist eine Schlange vom Store. Ja, crazy. Nehmen wir mal eventuell was mit, bevor da so später ein paar Sachen vergriffen sind. Ich guck mir hier gerade so ein paar Kernmotten von Fear of God an. Und check die mal ab. Und werde mir auf jeden Fall gleich was mitnehmen, Digga. Irgendwas Nices. Eventuell auch einen nicen Schuh. Ihr wisst Bescheid. So, Leute, ich habe mir auf jeden Fall jetzt ein paar Sachen mal so angeschaut. Und die Lemons hat er sich, glaube ich, geholt. Okay. Den im Ausblick. Ich finde den irgendwie voll nice. Ja, der ist fresh, auf jeden Fall. Passt auch zu Mahn, finde ich. Richtig geiler. In Deutschland hat Zara geschlossen, deswegen. Ah, verstehe. Dank. Den hier, Digga. Der ist auch richtig clean. Guck später. Ich nehme mir nur. Ich glaube, den habe ich mir geholt, tatsächlich. Nur einen mit, einen Schuh. Und einmal hier den. Ja, auch der ganz crispy clean. Wie man den Boy sagen würde. Jordan 1 Low. Der ist auch richtig schön. UNC. Colorway, geil. Das ist auf jeden Fall ein geiler Laden, wenn du aus Wien kommst. Ja, da hängen auch richtig geile Sachen, muss ich sagen. Und, kommt hier auf jeden Fall vorbei. Also Kleidungsstücke, wie zum Beispiel Fear of God Essential zu. Auch schön nach Farbe sortiert, feier ich. Oder hier auch die ganzen Streetwear Brands wie hier, ne? Hier, Maxi. Egal, sei dir verziehen. Ich habe mich auch kacke verhalten. Julian, hier auch, was ich cool finde. Maxi. Maximilian, hier auch, was ich cool finde, Trap House, die Marke von Kalim. Ich komme auf jeden Fall später nochmal.
So, Leute, Wetter ist gut, ihr wisst Bescheid. Zimmer kann ich euch leider noch nicht zeigen, weil es etwas unaufgeräumt ist. Der Klassiker. Irgendwann vielleicht. Ich werde gleich zu Zara gehen, also ich muss es jetzt hier ausnutzen, dass hier alles offen ist und Samstag ist. Ich sag's euch, wie es ist, so auf den Zara-Part habe ich keinen Bock. Tatsächlich, juckt mich nicht, was in Zara hängt. Also da kommen wir voll entspannte Pieces, Digga, sehr coole Pieces. Ja. Und ich wusste, was hier ganz... Ja, ganz special-mäßiges am Start, auch am Sweater, ne? Ah, witzig. Also Leute, hier, das sehen wir. Da kommt auf jeden Fall noch ein Video zu. Yes, sir. Ist das ein Rolex-Ring? Safe. Danke dir, Brudi. Checkt auf jeden Fall auch A3B ab, Leute. Aha, der war auch da, oder wie? So, Leute, mittlerweile ist es so... Ja, die haben ja fette Kooperation mit UpRed, glaube ich. Der macht ja extrem viel Werbung für die. Circa 15 Uhr. Wir haben nochmal im Hotel ein bisschen gechillt. Ich habe schon das erste Video fertig gedreht. Oh, die Hypebeast hier am Start, ne? Zeig mal deine Pose. Fürs Bild. Zeig mal die Pose fürs Bild. Ja, Eis auch am Start, Digga. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, oh, oh. Okay, Bild, echtes Eis, oder was? Okay, Flex. Irgendwer hat mir geschrieben, dass es extrem ehrenlos findet, dass wenn man schon davon ausgeht, dass ich bei diesem Opening dabei bin, dass ich nicht dann schon am Vormittag da bin, sondern mich erdreiste erst gegen 15.30 Uhr zu kommen. Fand ich witzig. Ich habe nie gesagt, dass ich am Vormittag komme. Ah, der Boy, der ist der First. Zeig mal deine Kette, zeig mal deine Kette. Oh, shit. Wie war Scoozy? Meinst du diesen Lil Lightskin? Eher zurückhaltend von der Art her. Mir gegenüber zumindest. Bro, Baller. Na, der Kleine, süß. Ja, Digga, ist auf jeden Fall cool hier. Entspannt. Ich bin der Typ war auch bei Offman oder Offward. Wirklich, spannend. Der sneakt sich da immer rein in die Fashion-YouTuber-Videos. Ich muss mal gucken, was ich mir hole. Ich drehe jetzt auf jeden Fall gleich weiter. Puh, was ist das für ein Cringe-Typ im Chromarts Fake Hoodie? Ja, kennt ihr den? Was geht, Leute? Mit der Gucci-Brille, die ich mir dort geholt, Leute. Ah. Schön, dass ich mal in Marans Vlogs bin. Wie nice. Der Maximilian! Was geht ab, Bro? Alles gut. Ich freue mich, dass du da bist. Freue mich auch. Ich sehe uns endlich mal persönlich. Selbst so. Ich finde die cool. Ich finde die nice. Wir hatten so eine Fanbeziehung, so weißt du. Ja, ja. sehr geil. Ja, ich Mahan Fan auf jeden Fall. Ich muss Mahan Fan sein, so viele Videos, wie ich mal von ihm reinziehe. Kommen in meiner City, Bro. Safe, in seiner City. Wann kommst du zu mir? Nach Hamburg. Wenn ich mal einen Grund dazu habe. Safe, okay. Also ich bin anscheinend nicht Grund genug. So, Leute, wir sind jetzt nochmal hier beim Laden und ich drehe richtig jetzt die ganzen Videos. Das ist doch so viel Limonka. Maximilian, ich habe gerade Maximilian zum ersten Mal gesehen. In meinem ja, Leben. Ich habe mich mega gefreut. Ich habe auch gleich meinen Kumpels vorgestellt, die haben den auch herzlich willkommen. Leben. War auf jeden Fall lustig. Seine Jungs auch sehr interessant und lustig am Start. Wir drehen auch gleich. Auf einmal, er ist jetzt voll am Haten und voll am Schimpfen. So. Das ist ja witzig und ich erfahre so aus dem Video. Ja, voll die Pisser, mega Assi-Typen. Ich komme nicht wieder nach Wien. Welchen Video? Also jetzt wäre noch... Max mega hässlich, Fliegerohren und noch extrem klein. Circa, glaube ich, 3-4 Videos gedreht. Wie mein Mann privat, so wie er in seinen Videos ist. Ehrenmann. Und ich muss meinen Kopf ein bisschen therapieren kurz, damit ich nicht jetzt irgendwie eine Scheiße laber. Und ja, wir sind jetzt hier bei Hype Needs. Und jetzt geht's richtig los, Leute. Ah, da sind schon meine Jungs. Ich bin halt einfach mit 10 Leuten gekommen. Und mit 4 Mercedes und meinem BMW sind wir vorgefahren und sind einfach davor stehen geblieben und sind mal reingegangen. Danke, Mann. Und dann kam irgendwie der Parkwächter und wollte uns schon Tickets geben. Ey, Bro, wessen hässliche Marke ist denn das? Ehrenlos. Gott sei Dank nicht meine. Das ist jetzt aus deiner neuen Kollektion, Bro, ne? Das ist der neueste Kunde, ja. Geil. Nice, ja. Dreh dich mal um. Geil, Digga. Alles gut geworden. Quali natürlich wie immer, next level shit. Safe. Wo versteckst du die Uhr hier? Man muss nicht immer extra posen. Safe. Es gibt ja Hoodies, die sind extra so genäht, damit man ja die Uhr immer sieht. Ganz genau. Meine sind so eher Understatement. That's the drip. That's the real drip, Bro. Und das hier? Das ist Pfizer. Ich wollte kurz zeigen. Pfizer auch extrem witziger Kerl. Rackenzahn etwas, vielleicht jemand Zahnarzt. Und ich zeige euch mal, was ich mir so Schönes ausgesucht habe. Und zwar hier dieser Nike Dunk. Mit Sonnenbrille im Raum. Ja, das Ding ist, die ist so fett, dass du dann die da nicht einhängen kannst. Und ich wollte es nicht einstecken, weil ich mir gedacht habe, irgendwie muss ich sie am Körper haben. Das weiß ich gerade nicht, Digga. Nike Dunk Low Community Garden. Understatement mit der Brille ist auch wack.
Urübertrieben. Ich habe es dann auch später noch draußen aufgehabt, weil es schon viel zu dunkel war. Sowas von weird flex. Aber ich habe mir halt gedacht, bah, einstecken ist kacke. Ich habe mir die gerade gekauft. Irgendwie will ich die tragen. Ach, egal. Also ich finde den geil, Digga. Ich finde den richtig schön. Aber es hat sich safe jeder gedacht, was ist mit dem Idioten mit Sonnenbrille im Store? Es ist was anderes, so, ne, geht vielleicht sogar ein bisschen in die Richtung von Air Force One, Travis Scott, so hier mit dem Mustern zumindest, jetzt nicht von der Farbe, aber jetzt von dem Muster und vom Stil eventuell, und ich finde diesen Stil irgendwie cool, und ja, Mann, den nehme ich mit, Digga. Zu Recht, gönn dir, Mann. Ja, Mann, fühl dich. Und ein Bomber, Digga, vielleicht so ein ausgefallener. Hast du die gekauft? Ja, die Brille. So, weißt du? Mega. Deswegen. So, erstmal danke an Hype Needs. Hier, Schuh, Shirts. Max? Was läuft? Jetzt gehen wir zu dir, Bro. Schauen wir mal zu mir. Genau, jetzt schon. Genau, in deine Crib. MTV Cribs jetzt bei Max. Aber auf Wish bestellt, ihr wisst Bescheid, Leute. Okay, Mann, voll am Fronten. Ich glaube, er wollte so ein bisschen mit mir mithalten, wie ich meine Jokes immer mache. Wir fahren jetzt zu Maximilian, Trainer an Miete Hypebeast. Das kommt auf den Tag. Und das ist der gemeine Kerl aus dem Stream. Hager online. Deswegen bleibt auf jeden Fall noch dran. Ich werde es wie ich. Von der Pisserhaftigkeit her, so von der Assihaftigkeit, ist der wie ich. Der hat sogar am selben Tag wie ich Geburtstag. Dran. Es ist ein sehr langer Vlog. Sehr, sehr viel passiert hier gerade. So, der Maxel. Ist das Kamera? Ist eine Kamera. Da war ich schon betrunken, sieht man. Ja, Bro, also der Max ist auf jeden Fall hier, glaube ich, ein bisschen auf Limonade unterwegs. Ne? Armanem, Babanem, den Chachafel. Da hat's nur eskalieren können am Samstag. Cringe. Brudi, hat mich gefreut. Amen, Volksfest. Ich bin jetzt im Hotelzimmer. Armanen, Babaner de Chachafen. Das habe ich den ganzen Tag herumgeschrien. Ja, ich habe euch immer noch nicht gezeigt, wie das Hotelzimmer aussieht. Ich werde es euch auch noch nicht zeigen, weil, Bro, das ist okay. Sehr kaputt. Es war auf jeden Fall alles an sich richtig cool. An der Stelle genau nochmal Shoutouts raus an Hype Needs. Ich trage hier auch gerade das Shirt von ihm, also von Fabian. Hype Needs, ihr wisst Bescheid. Der hat mir das auch. Max, danke, dass es dich gibt. Ja, damit man lachen kann, einfach über mich, wie ich mich da aufhebe immer wieder. Nochmal gegeben. Und ja, ich habe mir auch noch einen Schuh gekauft. Kleiner Spaß bin ich schon manchmal. Okay, hoppala. So, das war's scheinbar mit dem Video, liebe Leute. Cooles Video, cooler Vlog von Mahan. Wir feiern die Vlogs von Mahan. Schaut bei Mahan auf alle Fälle da vorbei.